Bald darauf liefen Kyra, Nils und Lisa zur Kirche. Sie pirschten erneut an der Rückseite des Kirchhügels empor und näherten sich St. Abakus von hinten. Der Himmel war wolkenverhangen. Schwarze Krähen kreisten um die Zinnen des Glockenturms. Nirgends eine Spur von fliegenden Fischen. Vielleicht werden sie bei Tageslicht zu Staub. Genau wie Vampire. Chris hat gesagt, er hätte die Fische heute Morgen im Dorf gesehen. Da war es schon hell. Was, wenn er gelogen hat, Kyra? Wir kennen ihn doch gar nicht. Vielleicht ist seine Mutter auch eine von denen. Hier ist das Fenster. Hört ihr? Diesmal ist alles ruhig. Gut, wir gehen rein. Schleichend näherten sie sich dem Eingang, drängten sich dabei ganz eng an der kalten Mauer entlang. Nils ging als Letzter. Er hatte die Aufgabe, darauf zu achten, dass sich ihnen niemand von hinten näherte. Kyra hatte die Führung übernommen, während Lisa in der Mitte lief und argwöhnisch nach Angreifern von oben Ausschau hielt. Unbehelligt erreichten sie die Tür. Vielleicht sind die Hexen gerade unterwegs. Oder sie warten auf uns. Ich habe eine Gänsehaut. Und mir ist todschlecht. Wir müssen trotzdem rein. Wenn meine Tante wirklich da drinnen ist, muss ich ihr helfen. Wir schaffen das schon. Okay, kommt mit. St. Abakus war eine kleine Kirche. Die Wände waren vom Kerzenruß nachgedunkelt und die Buntglasfenster ließen kaum Licht durch. Die wenigen Strahlen, die dennoch hineinschienen, leuchteten in allen Farben des Regenbogens. Die Luft roch nach Kerzenwachs, Weihrauch und wurmstichigem Holz. Der Dachstuhl des Gemäuers spannte sich hoch über den Köpfen der Freunde als wirres Netz aus Balken und Brettern. Dazwischen herrschte völlige Finsternis. Der Altar stand auf einer Erhöhung am anderen Ende des Raumes. Auch dort war kein Mensch zu sehen. Die Kirche war verlassen. Kennt einer von euch den Eingang zur Krypta? Krypta? Was ist denn das? Oh Mann, Nils, das Gruftgewölbe unter der Kirche. Da drüben, da führt eine Wendeltreppe nach unten. Sollten wir ein paar Kerzen mitnehmen? Gute Idee, Lisa, da hinten sind welche. Müssten wir dafür nicht eigentlich Geld hinlegen? Hast du vielleicht welches dabei? Außerdem ist das ein Notfall. Der liebe Gott hat Verständnis für sowas. Blöde Tauben. Die müssen ihre Nester oben unterm Dach haben. Könnt ihr welche sehen? Nee, das ist viel zu dunkel da oben. Oh Mist. Was ist denn? Oh nein. Könnt ihr mir vielleicht eine von euch sagen, was... Vorne auf dem Altar. Eine Handtasche aus Krokodilleder. Sie ist offen. Und wo ist dann der Fisch? Vielleicht ist er noch drin. Oder er ist da oben, unterm Dach. Das kann alles Mögliche sein. Und was jetzt? Wenn wir rausgehen und die Tür nochmal auf und zumachen, bemerkt uns das Mistvieh auf jeden Fall. Vielleicht kann man in die Tasche reingucken. Wartet mal, ich kletter auf eine der Bänke hoch. So. Kannst du was sehen? Nichts. Zu weit weg. Und zu dunkel. Wenn der Fisch noch da drin steckt, könnten wir versuchen, die Tasche zuzumachen. Einer von uns soll sich an den Altar schleichen? So was Bescheuertes. Ich versuch's. Hör auf mit dem Unsinn. Du hast gesagt, die Fische haben verdammt spitze Zähne. Jede Menge davon. Dann sollten wir abhauen. Und was ist mit meiner Tante? Wir wissen doch nicht mal, ob sie wirklich unten in der Gruft ist. Ihr bleibt hier stehen. Ich schleiche allein zum Altar. Seid ganz still, ja? Du bist total verrückt. Geschafft. Kyra! Kyra, pass auf! Der Fisch schoss aus dem Dachstuhl auf Kyra herab. Im letzten Moment riss sie die Kerze aus dem Hosenbund und rammte sie in das offene Monstermaul. Die blitzenden Zahnreihen verbissen sich in dem Wachs. Die Kiefer der Kreatur schlossen und öffneten sich so schnell, dass Kyra nur noch eine verschwommene Bewegung wahrnahm. Wie ein fliegender Fleischwolf verschlang der Fisch die Kerze, raste dann weiter auf Kyra zu und verharrte plötzlich mitten in der Luft. Der fleischige Leuchtfühler auf seiner Stirn vibrierte wie eine Schlangenzunge. Ah, Achtung, der Fisch! Der Fisch riss abermals das Maul auf. Die Öffnung war jetzt groß genug, um Kyras Kopf mit einem Biss zu verschlingen. Plötzlich flog etwas aus dem Maul auf sie zu. Etwas Heißes, Weiches. Geschmolzenes Wachs klatschte auf ihre Wangen. Voller Schrecken und Ekel zuckte sie zurück und stieß schmerzhaft gegen die Steinkante des Altars. Das Wachs war so flüssig, als käme es aus einem Hochofen. Es würde im Inneren der Fischbestie ein verzehrendes Feuer toben. Höllenfeuer! Der Fisch, er taumelt. Die Kerzen sind geweiht. Das ist es. Er
verträgt sie nicht, weil sie geweiht sind. Kyras Blick war wie hypnotisiert auf die glänzenden Fischaugen gerichtet, die nur eine Handlänge vor ihrem Gesicht schwebten. Augen so tief und dunkel wie Moorlöcher, Augen voller Tücke und Niedertracht und voller Schmerz. Kyra überlegte nicht. Sie ballte die Hand zur Faust, holte aus und schlug mit aller Kraft zu. Du hast ihn erwischt! Der Fisch wurde zur Seite geprellt, flatterte einen Augenblick lang hilflos wie ein frisch geschlüpfter Vogel. Dann aber erholte er sich langsam. Das Schlagen seiner Flughäute wurde regelmäßiger und schneller. Erneut begannen seine Kiefer auf und zuzuschnappen. Im selben Augenblick handelte Lisa. Von hinten traf den Fisch ein eisiger Wasserschwall. Weihwasser! Neben der Tür ist ein ganzes Becken. Gut gemacht, Lisa. Das war knapp. Wir müssen hier raus. Was ist mit der Gruft? Wir können da jetzt nicht runtergehen. Wer weiß, wo die anderen Fische stecken. Und die Hexen. Gute Frage. Berechtigte Frage. Dumme Frage. Was habt ihr mit meinem Fisch gemacht? Sein ganzer Körper ist wie verbrannt. Oh, was haben diese grässlichen Bälder dir nur angetan? Komm, komm, komm her, komm, komm. Hier, komm in deine Tasche. Ihr hättet nicht herkommen sollen. Nein, das hättet ihr wirklich nicht. Wir könnten doch einfach so tun, als wären wir nie hier gewesen. Wir gehen einfach durch diese Tür so und... So ein süßer kleiner Bengel. Wie schade, mein Junge, dass du und deine Freundinnen die nächste Stunde nicht überleben werden. Chris schaute vorsichtig über den Rand der Friedhofsmauer. Gerade wurde das hohe Doppeltor der Kirche von innen zugeworfen. Die drei unheimlichen Frauen waren im Inneren verschwunden. Er hatte sie beobachtet, als sie den Kirchhügel hinaufgekommen waren. Und ihm waren die hässlichen Handtaschen aufgefallen, die zwei der Frauen bei sich trugen. Plötzlich hatte eine von ihnen ihre Tasche geöffnet und zum Himmel emporgehalten. Ein fliegender Fisch war zwischen den Bäumen hervorgeschossen und geradewegs in der Handtasche gelandet. Chris wusste, dass Kyra und ihre beiden Freunde in der Kirche waren. Er war ihnen heimlich aus dem Dorf hierher gefolgt. Jetzt kletterte er auf die andere Seite der Mauer und rannte geduckt über den Friedhof. Er erreichte das Tor und horchte. Ach Mist, ich muss irgendwie von der anderen Seite da reinkommen. Chris beschloss, das finstere Gemäuer einmal zu umrunden. Dabei entdeckte er eine schmale Seitentür. Als er an der Mauer emporschaute, erkannte er, dass die Tür in den Glockenturm führte. Ach, abgeschlossen. Mist. Seid ihr schon wieder da? Oh Mann, haben Sie mich erschreckt. Bloß, ihr habt euren Schlüssel verloren. Wer spricht denn da? Nils? Bist du das? Nee, mein Name ist Chris. Und wer sind Sie? Cassandra Rabenson. Mir gehört der Teeladen unten im Ort. Kannst du mich hier rausholen? Wer hat Sie denn eingesperrt? Etwa die Frau mit den Fischen? Du hast sie gesehen? Ja, sie sind in der Kirche, zusammen mit den anderen. Welchen anderen? Ja, dem Mädchen und ihren Freunden. Himmel, Herrgott. Hat dieses Mädchen dunkelrotes Haar, fast braun? Ja, ihr Name ist Kyra. Oh nein. Kennen Sie sie? Ich bin Kyras Tante. Kannst du mich rauslassen? Wie denn? Ich habe keinen Schlüssel. Nein, natürlich nicht. Gibt es da draußen irgendwas, mit dem du die Tür aufbrechen kannst? Sieht nicht so aus. Okay. Es ist sowieso zu gefährlich für dich. Die Hexen können jeden Moment wieder auftauchen. Hexen? Und wer sonst trägt wohl fliegende Fische in Krokoledertaschen spazieren? Ich dachte, Hexen sind alt und bucklig und außerdem haben sie einen schwarzen Kater dabei. Nicht diese Hexen. Früher hatten sie mal Kater. Aber die sind von den Fischen gefressen worden. Fliegende Fische können ziemlich eifersüchtig sein. Wusstest du das nicht? Fische, die Katzen fressen? Ich dachte immer, das sei genau andersrum. Es sind Hexenfische. Und Hexenkater. Hör zu, Chris. Du hast doch gesagt, das ist dein Name, oder? Chris, genau. Chrysostomus Guldenmund. Wie auch immer. Du musst Kyra und die anderen retten.
Oh ja, und mich, wenn du gerade dabei bist. Ich könnte die Polizei holen. In Giebelstein gibt es kein Revier. Außerdem könnte die Polizei doch nichts tun. Hier steht weit mehr auf dem Spiel als nur unser aller Leben. Was soll ich tun? Kennst du meinen Laden? Ja, ja, ich habe ihn im Vorbeilaufen gesehen. Gut. Du musst in mein Haus einbrechen. Ich nehme an, du hast daran keine Erfahrung, oder? Naja, nicht wirklich. Braver Junge. Obwohl mir ein Profi-Einbrecher im Augenblick lieber wäre. Na egal. Du gehst durch das schmale Tor, das auf den Hinterhof führt. Dort findest du zwei kleine Küchenfenster. Nimm ein Stück Holz vom Brennholzstapel und schlag damit die Scheibe ein. Schon mal was von Sachbeschädigung gehört? Aber das Fenster ist meine Sache, okay? Schätze schon. Du kletterst also hinein, läufst die Treppe bis ganz nach oben und gehst in Kyras Zimmer. Unter ihrem Bett liegt ein Buch. Sehr groß, sehr alt, sehr schwer. Das bringst du her. Auf dem Rückweg schnappst du dir in der Küche ein stabiles Messer. Es müsste eins im Abwasch liegen. Alles klar? Ja. Dann lauf los. Und lass dich nicht von den Hexen erwischen. Nur ganz nebenbei. Was werden die mit mir anstellen, wenn die mich erwischen? Ich glaube nicht, dass du das wirklich wissen willst. Ich glaub schon. Sie werden dich töten. Langsam. Schmerzhaft. Wirklich widerwärtig schmerzhaft. Reicht das? Völlig. Dann beeil dich. Chris rannte los. In Windeseile raste er über die Felder in die Stadt hinunter. Ein paar Minuten später kam er keuchend zurück, mit dem Buch und einem Küchenmesser voller Erdbeermarmelade. Hier bin ich. Du bist klasse. Sagen Sie das, Kyra. Werde ich tun. Leg das Buch ins Gras, aber pass auf, dass es nicht nass wird. Und dann schieb mir das Messer unter der Tür durch. Der Spalt dürfte breit genug sein. Sie können Schlösser mit einem Küchenmesser aufmachen? Hallo, Chris. Cool. Meine Tanten können höchstens Kuchen backen. Du solltest erstmal meine selbstgemischten Tees probieren. Was wollen Sie eigentlich mit dem alten Buch? Ein paar Leben retten, hoffe ich. Los, du trägst das Ding. Jungen in deinem Alter sollten sich immer nützlich machen. Kyra fror. Auch Lisa hatte die Arme vor dem Oberkörper verschränkt und zitterte. Nur Nils stieg die Wendeltreppe hoch erhobenen Hauptes in die Krypta hinunter. Die drei Hexen gingen hinter ihnen. Kyra spürte einen leichten Luftzug am Hinterkopf. Zugleich drang ihr ein übler Geruch in die Nase. Untrügliche Zeichen dafür, dass einer der fliegenden Fische unmittelbar hinter ihr flatterte. Die Krypta, Abacus Gruft, lag etwa 10 Meter unter der Kirche, tief in den Hügel eingelassen. Es war ein sechseckiger Raum, rundherum durch schlichte Säulen abgestützt. Kerzen flackerten an den Wänden. Ihr Lichtschein zuckte gespenstisch über den Steinsarkophag in der Mitte der Gruft. Sein Deckel war mit dem steinernen Abbild eines Mannes geschmückt. Die Hexen hatten auf den Boden rund um den Sarkophag ein Pentagramm gezeichnet, einen fünfzackigen Stern. Kyra wusste, dass dies in der Magie ein mächtiges Symbol war. Die Linien waren dunkelbraun wie getrocknetes Blut. Hier und da klebten Hühnerfedern. Sie wollen es tatsächlich tun. Abacus soll auferstehen. Noch heute wird es soweit sein. Der Magister wird wiederkehren. Er wird das Arcanum zu neuem Ruhm führen. Mit ihm an unserer Spitze wird die Welt uns untertan sein. Und dann? Wollt ihr alle Menschen in Frösche verwandeln? Spotte nur, kleiner Junge. Ich kenne da einen hübschen Froschteich, gar nicht weit weg von hier. Du wirst mich noch anflehen, ein Frosch sein zu dürfen. Schon gut. Klar. Los! Dort hinüber! Magister Abacus soll nicht als erstes eure hässlichen Gesichter sehen, wenn er die Augen aufschlägt. Eigentlich hatten wir ein anderes Opfer im Sinn, um den Magister gnädig zu stimmen. Aber ein Kind wird ihm lieber sein als ein erwachsenes Weib. Und 3 Kinder werden ihm noch mehr gefallen. Eine Erwachsene? Damit können Sie nur Tante Cassandra meinen. Aber wo steckt sie? Hier unten ist sie anscheinend nicht.
Ihr braucht eure Opfer wohl lebend, oder? Allerdings. Aber keine Sorge. Ihr sterbt noch früh genug. Abacus wird euer Blut trinken. Damit er zu Kraft kommt. Ha! Blut. Blut und Kraft. 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 Das muss das Ritual sein. Wir müssen irgendwas tun. Das ist ja eine tolle Idee. Irgendwelche Vorschläge? Kannst du die Fische ablenken, Kyra? Was soll ich tun? Laut singen oder was? Ich brauche nur ein bisschen Zeit. Ich habe meine Steinschleuder dabei. Du hast sie mitgenommen. Nils schob eine Hand in die Hosentasche und zog ganz, ganz langsam etwas hervor. Zwei flache Kieselsteine. Er hielt sie fest mit der Faust umklammert. Das Ritual der Hexen ging allmählich seinem Höhepunkt entgegen. Alle drei hatten die Arme ausgebreitet und die Köpfe in den Nacken gelegt. Ihre Augen waren geschlossen und über ihre Lippen kamen sonderbare Beschwörungsformeln. Abrupt rasten die Fische auf Kyra zu. Einer verharrte um Haaresbreite vor ihrer Nasenspitze, riss das Maul zu voller Weite auf und stülpte es über ihr Gesicht. Der Gestank nach verfaulten Algen war entsetzlich. Kyra sah und hörte nichts mehr. Sie war sicher, dass sie jetzt sterben würde. Plötzlich aber zuckte der Fisch zurück. Ich habe eins von den Biestern mit dem Stein aus meiner Schleuder getroffen. Hier, ich halte einen fest. Jetzt, Nils. Versuch's noch mal, Nils. Achtung. Was ist aus dem anderen Vieh geworden? Dem ist es genauso ergangen wie diesem hier. Allerdings war es ein wenig weiter weg. Bah. Warum haben sie aufgehört? Wir müssen hier raus. Wir gehen an der Wand entlang hinter den Säulen. Vielleicht merken die Hexen dann nicht, dass wir abhauen. Und Abacus? Sollen wir nicht versuchen, ihn zu vernichten? Erstmal raus hier, dann sehen wir weiter. Sie schlichen los. Dabei blickten sie immer wieder zu den Hexen hinüber, die nur wenige Meter entfernt ihre Beschwörung vollzogen. Ihre Bewegungen erinnerten jetzt an Schlangen, die von einem Fakir aus ihrem Korb gelockt wurden. Die Ritzen in der Oberfläche des Sarkophags glühten immer heller, wie Heizstäbe in einem Backofen. Wo ist eigentlich der dritte Fisch? Der, den wir oben in der Kirche verletzt haben. Kommt, weiter! Oder wollt ihr hier rumstehen, bis er uns angreift? Nur raus hier. Was ist da hinten los? Das Licht aus den Fugen des Sarkophags blendete sie wie gleißende Sonnenstrahlen. Ein Netz flirrender Glutbahnen legte sich über den Steinkörper auf dem Sarkophagdeckel und verästelte sich immer weiter. Ein langes Donnern ertönte. Erst leise, dann immer lauter, wie ein Düsenjet, der aus großer Entfernung näher kam. Etwas raste heran, herauf aus unvorstellbaren Tiefen. Das Gesicht der Steinfigur zuckte. Granitfinger bewegten sich. Der graue Bart teilte sich in einzelne Haare, borstig wie Spinnenbeine. Abacus schlug die Augen auf. Augen aus Stein, kalt und gefühllos. Ein zuckender Adamsapfel wölbte sich aus dem porösen Hals. Aus seinen Fingerspitzen wuchsen Nägel, so scharf wie Rasierklingen, so lang wie Küchenmesser. Abacus richtete sich auf. Aber das... Was ist das? Das gibt es doch nicht. Die Steinaugen des Hexenmeisters richteten sich auf die Freunde. Und seht, Abacus ist heimgekehrt. Vielleicht mal erklären, was hier los ist? Nicht jetzt. Wenn wir gleich in der Kirche sind, musst du gut auf das Buch aufpassen. Oh, das Ding ist ganz schön schwer. Bist du bereit? Bereit für was? Du bist bereit. Oh, das ist kalt hier drin. Die anderen sind unten in der Krypta. Oh. Oh. Komm, Chris, hier hinten beim Altar ist die Treppe. Ich bin doch kein Packesel. Kyra? Sandra! Chris? Was? Egal, wir müssen weg hier! Bleibt stehen!
Raus aus der Kirche! Schnell! Ins Tageslicht! Wir schaffen's schon! Los! Wir... Was ist das für ein Wind? Hey! Ah! Frau Robinson! Tante Cassandra, halt dich irgendwo fest! Ich kann mich nicht halten! Abakus weht sie aus der Kirche. Nein. Aber warum nur sie? Das Buch! Kyra? Kyra, das Buch! Chris! Ja? Komm mit dem Buch hierher! Okay, wir müssen zum Ausgang. Los! Schneller! Ah, die Hexe! Oh nein, das Buch! Mist! Finger weg, Bein! Das Buch ist nicht für euch bestimmt. Abakus' Arm schoss vor, wurde länger und länger, streckte sich wie ein Teleskop aus steinernen Muskeln und Haut. Seine Finger krallten sich in das Haar der ungehorsamen Hexe und rissen sie fort von dem Buch. Zurück! Die kalten Augen des Hexenmeisters waren jetzt wie gebannt auf das Buch gerichtet. Das Buch der Namen. Wie ist es in euren Besitz gelangt? Antworte. Antwortet. Wir... Antwortet! Wir haben es gefunden. Aber was ist das? Er hat das Geheimfach entdeckt. Mater Tenebrarum? Mater Suspiriorum? Mater Lacrimarum? Schweig! Ihr ahnt nicht, Kinder, wie dankbar ich euch bin. Er hob seine Rechte, holte aus... und bohrte seine Krallen durch das Deckblatt. Was Kyra mit einer Schere misslungen war, gelang ihm mit bloßer Hand. Das Papier zerriss. Abakus zerfetzte es mit 2-3 Schlägen seiner Rasiermesserklauen. Eine Falle! Und dann ging alles sehr schnell. Da kommt weißes Licht aus dem Geheimfach. Ich seh's. Jemand hat uns eine Falle gestellt. Abakus' Züge verzerrten sich. Er taumelte zurück und stieß die Hexen achtlos beiseite. Während er zum Altar zurückwich, einen Arm schützend vor das Gesicht gelegt, stolperten die drei Hexen übereinander und stürzten zu Boden. Ah! Was ist los? Ich weiß es nicht. Das Licht aus dem Buch. Es wird immer heller. Eine gleißende Lichtkugel löste sich aus dem Geheimfach, schwebte empor und raste auf eine der Hexen zu. Ah! Sie zerfällt zu Asche. Da, noch eine Kugel. Das Licht, es tötet sie. Seht ihr das? Auf ihrer Haut, da glühen 7 helle Punkte. Abakus riss den Mund auf, um einen Schrei auszustoßen. Aber die Lichtkugel raste geradewegs in seinen Schlund. 7-mal blitzten seine Augen hell auf. Dann ertönte ein lautes Krachen und Bersten. Abakus Steinkörper explodierte in einer Wolke aus Felssplittern. Ein grauer Granitregen ging auf den Altar und die Kirchenbänke nieder. Tante Cassandra wird eine Menge zu erklären haben, wenn wir jemals lebend hier rauskommen. Seht mal, da! Die Kugeln! Da sind ja noch mehr! Vorsicht! Ah! 4 Lichtkugeln rasten auf die Freunde zu. Kyra, Chris, Nils und Lisa fühlten, wie die Lichter über ihre Haut strichen. Und doch... keiner von ihnen verspürte Schmerzen dabei. 7-mal blitzte es an der Stelle, wo die Glut sie berührte. Dann schwebten die Lichter wieder empor und zogen sich zurück. Wie ein Schwarm Leuchtkäfer schwirrten sie auf das offene Buch zu und verschwanden in dem Geheimfach. Was war das? Ich habe keine Ahnung. Das Buch. Es verbrennt. Flammen schlagen aus dem Papier. Nur noch Asche. Seht euch das an! Was denn? An der Stelle, wo mich die Kugel berührt hat, da sind so komische Zeichen auf meinem Arm. Ja, bei mir auch. Wir alle. Jeder von uns hat diese Male. Es sind Symbole. 7 Stück. Irgendwelche alten Schriftzeichen. Cool. Tätowierungen. Komm schon, wir müssen uns das später ansehen. Erstmal müssen wir rausfinden, was mit Tante Cassandra passiert ist. Ein paar Stunden später saßen die 4 gemeinsam mit Tante Cassandra im Teeladen.
Obwohl sie ihre Kleidung gewechselt hatten, roch es im ganzen Laden nach Fisch. Das stinkt ja schlimmer als der Krabbentee von vor 2 Wochen. Ihr habt alle bemerkt, dass sich die Maler auf euren Armen nicht abwaschen lassen, oder? Mhm. Nun, das ist kein Wunder. Es sind nämlich magische Male. Was? Hä? Wie bitte? Man nennt sie die 7 Siegel. Hä? Und ihr seid nicht die Ersten, die sie tragen. Kyras Mutter hatte sie ebenfalls. Meine Mutter? Wir haben niemals darüber gesprochen, weil dein Vater und ich die Hoffnung hatten, dass es vielleicht nicht nötig sein würde. Aber jetzt ist der rechte Zeitpunkt gekommen. Du, Kyra, wirst das Erbe deiner Mutter antreten. Und deine Freunde hier werden dir helfen. Das werdet ihr doch. Oder? Naja, klar. Einst, vor vielen Jahren, ist deine Mutter ein Mitglied des Arkanums gewesen. Das war lange, bevor sie deinen Vater kennengelernt hat. Und viele, viele Jahre vor ihrem Tod. Wow, eine Hexe? Hatte sie auch solche Miniröcke an und Stöckelschuhe und... Nils! Sie war in der Tat eine ungewöhnlich schöne Frau. So wie du einmal eine sein wirst, Kyra. War meine Mutter denn auch böse? Nun ja... Sie hat zum Arkanum gehört. Das lässt sich nicht beschönigen. Doch dann, schon nach kurzer Zeit, änderte sie ihre Meinung. Sie war entsetzt über die Verbrechen der anderen Hexen. Und so entschloss sie sich, gegen die Hexengemeinschaft aufzubegehren. Sie raubte das Buch der Namen aus einem Heiligtum des Arkanums und tauchte unter. Wow. Fortan jagten die Hexen sie. Aber umgekehrt machte auch deine Mutter Jagd auf Mitglieder des Arkanums. Echt? Bald galt sie als erbitterte Feindin aller Hexen. Sie besiegte unzählige von ihnen im magischen Kampf und schickte sie, ganz buchstäblich, zur Hölle. Was hat es denn mit dem Buch auf sich? Und was bedeuteten die Worte auf dem Geheimfach? Vom Buch der Namen existieren nur wenige Exemplare. Darin stehen die Namen aller Mitglieder des Arkanums. Ihre wahren Namen. Versteht ihr? Aha. Sogar untereinander kennen sie sich nur unter ihren Hexennamen. Wer aber den wahren Namen eines anderen kennt, der gewinnt magische Macht über ihn. So war es schon immer. Vor 1000 Jahren ebenso wie heute. Was die lateinischen Worte auf dem Geheimfach angeht, nun, das ist nicht ganz einfach. Mater tenebrarum. Mater suspiriorum. Mater lacrimarum. Übersetzt heißt das die Mutter der Finsternis, die Mutter der Seufzer und die Mutter der Tränen. Aha. Die berüchtigten 3 Mütter. Die 3 Mütter? Die finsteren Gottheiten des Arkanums. Arkanum? Die höchsten und grausamsten aller Hexen. Hexen? Niemand hat sie je gesehen. Und keiner weiß so genau, ob sie Menschen sind oder Geister. Auf alle Fälle heißt es, dass sie schon seit Anbeginn der Zeit existieren. Selbst Abacus war im Vergleich zu ihnen nur ein harmloser Schuljunge. Natürlich! Abacus hat die Schrift auf dem Geheimfach gesehen und geglaubt, darin wären die wahren Namen der 3 Mütter versteckt. In seinem Größenwahn hat er gehofft, er könnte sogar über sie Macht erlangen. Deshalb hat er das Deckblatt zerstört. Ein Trick deiner Mutter. Sie wusste, dass kein Mitglied des Arkanums dieser Verlockung widerstehen würde. Ihr müsst wissen, die wenigsten Hexen haben das Buch der Namen je mit eigenen Augen gesehen. Für die meisten ist es nur eine Legende. Selbst Abacus wusste offenbar nicht genau, was er davon zu erwarten hatte. Auf alle Fälle hat deine Mutter ihr Exemplar präpariert. Wow. Sie belegte das Geheimfach mit einem mächtigen Zauber, der jeden vernichten sollte, der es öffnet. Mann. Doch nur jene, die ein schwarzes Herz und eine schwarze Seele haben, konnten dadurch zu Schaden kommen. Alle anderen aber, Menschen, die an das Gute glauben, sollten durch den Zauber das Zeichen der 7 Siegel erhalten. So wie ihr. Und was genau bedeuten diese Siegel? Sie sind eine Art Ausweis, der die Feinde des Arkanums kennzeichnet. Solltet ihr je einem Menschen begegnen, der diese Male trägt, so könnt ihr sicher sein, dass ihr von ihm nichts zu befürchten habt. Aha. Aber die 7 Siegel haben noch einen anderen Zweck. Ja? Ihr werdet bald merken, dass sie verblassen. Doch immer dann, wenn Gefahr von Seiten des Arkanums oder durch andere Teufelsmächte droht, werden die Siegel wieder erscheinen. Als eine Warnung vor den Dienern des Bösen. Die Kinder saßen stumm auf ihren Plätzen. 1000 Gedanken schwirrten durch ihre Köpfe. Ihnen war klar, dass sie keiner Menschenseele von all dem erzählen konnten. Vor allem nicht ihren Eltern. Niemand würde ihnen glauben. Frau Rabenson? Ja, Chris? Ich finde...
Naja, ihr Tee schmeckt echt klasse. Was? Chris, hört ihr es? Ja, wirklich. Darf ich vielleicht noch einen anderen Tee probieren? Oh nein! Chris, das ist doch nicht dein Ernst. Aber natürlich. Sehr gerne. Ich bin sicher, es ist genug für euch alle da. Oh nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Oh. Viel später regte sich etwas im Inneren der Kirche St. Abacus. Eine Windböe fuhr zwischen die Holzbänke und wehte die Asche der Hexen und die Überreste ihres Meisters durch das Tor. Dann schoss etwas Silbernes mit flatternden Flughäuten empor und zog eine Schleife durch das verlassene Innere der Kirche. Sekunden später zerbarst eines der Buntglasfenster und der verletzte Fisch raste durch den funkelnden Scherbenregen ins Freie. Die Kreatur jagte über die Wiesen und Hecken, dann über den einsamen Bahndamm. Ein letztes Mal blitzte Sonnenschein auf silbernen Schuppen. Dann verschwand der Hexenfisch in den Tiefen der Wälder.